Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Von sehr guten Nachrichten sprach der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler beim heutigen Corona-Briefing. Seine Behörde stuft die Gefahrenlage in Deutschland herab, von sehr hoch auf hoch. Die Fallzahlen gingen zurück, die Belegung auf den Intensivstationen ebenso. Grund zur Zuversicht befand auch Gesundheitsminister Spahn, die Pandemie sei aber noch nicht vorbei. Im Laufe der kommenden Woche solle einem Großteil der Bevölkerung ein Impfangebot gemacht werden. Anhaltend weniger Infektionen, weniger schwere Corona-Erkrankungen und eine gewisse Entspannung auf den Intensivstationen. Das sind die guten Nachrichten für das Robert-Koch-Institut. Die Herabstufung der Gefahrenlage verbindet das RKI aber mit der Warnung, dass die Pandemie längst noch nicht vorbei sei. Ziel ist und bleibt die nachhaltige Senkung der Fallzahlen, die nachhaltige Senkung der Inzidenzen. Denn auch langfristig wird dieses Virus nicht mehr aus unserem Land verschwinden. Es wird endemisch werden. Für Menschen, die bislang noch keinen Immunschutz entwickelt haben, gibt sich daraus perspektivisch zwei Möglichkeiten. Erstens, sie lassen sich impfen und schützen sich dadurch vor schwerer Erkrankung. Oder zweitens, sie riskieren früher oder später eine Infektion und sind dann der Erkrankung ohne Impfschutz ausgeliefert. Der Bundesgesundheitsminister verweist auf erste Effekte der Impfkampagne. Etwa 50% der Erwachsenen seien bisher mit einer Erstimpfung erreicht worden. Wir werden jetzt im Juni, im Juli und im August weitere 50 Millionen Dosen allein vom Hersteller BioNTech bekommen und verimpfen können. Das macht es möglich, einen Großteil der Impfwilligen relativ früh in diesem Sommer dann auch impfen zu können. Weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen sollten nur kontrolliert und umsichtig erfolgen, betont RKI-Chef Wieler. Dann sehe er gute Chancen, dass es in absehbarer Zeit nicht zu einem erneuten exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen kommen werde. Und hier die Zahlen zur aktuellen Infektionslage. Dem Robert-Koch-Institut wurden 1.785 neue Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet, knapp 130 weniger als vergangenen Dienstag. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 35 an. Die Corona-Testzentren müssen besser kontrolliert werden, um Abrechnungsbetrug zu verhindern. Darüber sind sich alle einig. Wer aber soll diese Aufgabe übernehmen? Viele, die dafür in Frage kommen, lehnen ab, etwa die Kommunen und ihre Gesundheitsbedienstete. Und auch die Kassenärztliche Vereinigung bekräftigt ihr Nein. Man könne lediglich prüfen, ob die Rechnungen formal korrekt seien, sagte der Vorsitzende Gassen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Varianten des Coronavirus bekommen neue Namen. Wie die Weltgesundheitsorganisation bekannt gab, sollen die Mutanten künftig nach griechischen Buchstaben benannt werden, in der Reihenfolge ihrer Entdeckung. So wird aus der britischen Variante Alpha, aus der südafrikanischen Beta, aus der brasilianischen Gamma und aus den indischen Delta und Kappa. Die WHO will damit der Stigmatisierung der betroffenen Länder und deren Bevölkerungen entgegenwirken. Hier gibt es für die Lernenden gleich Tablet und Laptop. Doch sind längst nicht alle Schulen so gut mit digitalen Geräten ausgestattet oder verfügen über stabile und schnelle Internetverbindungen. Besonders offenkundig wurde das jetzt in der Corona-Krise. Leihgeräte für das Homeschooling von Kindern und Jugendlichen mussten oft erst angeschafft werden. Die Entwicklung bei der Digitalisierung deutscher Schulen war Thema einer Studie der Universität Göttingen. Den Unterricht streamen, Kontakt halten zu den Schülerinnen und Schülern zu Hause, das klappt sehr unterschiedlich. In Deutschland belegt die aktuelle Studie. Hatte eine Schule schon vor Corona eine angemessene Internetverbindung und ein digitales Konzept, konnte sie jetzt besseres Distanzlernen anbieten als andere. Die digitale Kluft sei durch Corona noch gewachsen. Vor dem Hintergrund ist diese digitale Kluft natürlich auch ein Gerechtigkeitsproblem, je nachdem, wo Schülerinnen und Schüler, aber eben auch Lehrkräfte angestellt sind oder unter welchen Rahmenbedingungen sie arbeiten oder lernen müssen. Die Digitalisierung im Schulsystem, so wie es die Kultusministerinnen und Kultusminister 2016 beschlossen hatten, sei gescheitert, bilanzieren die Bildungsforscher. Auch die Lehrendengewerkschaft übt Kritik. Es fehlten immer noch konkrete Vorgaben, wie digitaler Unterricht aussehen sollte. All diese Standards
haben wir nicht. Wir haben nur Bildungsstandards, die man unter jedweder Bedingung, die man zum Lernen hat, hervorbringen soll. Mehr Unterstützung für die Schulen fordern die Studienmacher und die finanziellen Mittel aus dem Digitalpakt müssten endlich auch vor Ort ankommen.